Fußball, Kreisliga A, wir gehen nach Winden, Samstagabend um 18:30 Uhr auswärts in der jüdischen Region, besser gesagt bei der SV Grün-Weiß Welldorf Güsten 2 angetreten, die Mannschaft aus Winden mit der Marius Schinke. In den letzten Wochen so ein bisschen Berg und Tal, mal schauen, was am Samstagabend los war in der Jülicher Förde. Guten Abend, Marius Schinke. Guten Abend, Herr Jochens. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ne? Letzte Woche zu Hause, so ein bisschen bergauf, bergab. Gestern Abend in Welldorf die Kurve wieder bekommen. Ja, also wir hatten in der vergangenen Woche innerhalb von 7 Tagen 3 Spiele gegen Nordeifel, dann in Nordeifel, dann in Lennersdorf mittwochs und dann zu Hause gegen die Türken. Wo wir dann aus 9 möglichen Punkten mit Nordeifel 3 geholt haben, plus den einen aus Lennersdorf gegen die Türken leider keinen. Hätten uns schon ein bisschen mehr erhofft, aber muss sagen, haben auch im Moment super viele Jungs, gerade im defensiven Bereich, die da leider angeschlagen sind und nur teilweise oder gar nicht mitmachen können. Dann auch viele super junge Spieler auf dem Platz gehabt. Dann hat man das einfach auch gemerkt, dann, dass das Lennersdorf zum Beispiel auch einfach ein Ticken erfahrener, abgezockter war. Aber jetzt genau am Samstag wieder 3-0 gewonnen, auch zu 0. Das hat mich dann für die Mannschaft, für die jungen Spieler auch gefreut, dass wir uns wieder mit Zählbarem belohnt haben dann. Ja, Sie haben es angesprochen, in der letzten Saison, diese englischen Wochen waren Ihre Stärke von Winden. Aber wenn man so ein Verletzungsproblem auf der Bank hat, wo fast die Bank denn leer ist, dann muss man natürlich schon aufpassen, dass man nicht da schon mal in die Talfahrt bleibt, ne? Ja, aber da hatte ich schon den Eindruck, dass wir da jetzt nicht, dass es nicht dauerhaft bergab geht bei uns. Dass das zwischendurch mal eine Phase hast, wo es vielleicht nicht so rund läuft oder jetzt nicht so aktuell dann läuft wie Anfang der Saison, wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben und dann auch immer verdient auch in der Höhe gewonnen haben. Dass das bleibt bei einer jungen Truppe nicht aus. Wir haben natürlich trotzdem noch den einen oder anderen erfahrenen Spieler immer wieder dabei, auch aktuell noch und kriegen auch unseren Kader im Moment auch dann mit Spielern aus der A-Jugend aufgefüllt, die auch ihre Rolle gut machen. Hat der Leon Weidgang jetzt zum Beispiel nach Einwechslung direkt noch eine Vorlage auf den Julian Perse gegeben. Auf die Jungs kann man es auch verlassen, aber den kann man natürlich keinen Vorwurf machen, wenn wir da dann mal den einen oder anderen Fehler mehr machen als ein gestandener Spieler. Aber wie gesagt, diese Woche eine 3-0 gewonnen, 3 Tore gemacht, keins zugelassen. Denke, da sind wir weiterhin auf einem guten Weg, in einer guten Entwicklung. Ja, gute Entwicklung. Julian Perse und Alter Hase und Konstantin Pennerz genauso haben die Tore gemacht in der zweiten Halbzeit. Nach rund 60 Minuten kam der erste Torschrei. Gehen wir mal in die erste Halbzeit ganz kurz. 0-0 war Welldorf denn schon so, sag ich mal. Die haben in der Offensive ja ein gutes Trio. Ne? Die sind sehr schnell. Die können umschalten und in ein, zwei Zügen sind die vorne beim Gegner. Ne? Ja, also bei Welldorf muss man höllisch aufpassen. Das habe ich vorher schon mal bei dem einen oder anderen Spiel gesehen und das war jetzt auch gegen uns so. Also sobald der Ball da gewonnen wird im Mittelfeld, ein super schnelles Umschalten, dass du direkt mindestens zwei, drei Jungs von Welldorf, die Richtung deines 16ers sprinten, auch mit einem guten Tempo, mit auch zielstrebigen Läufen Richtung Tor, da so eine gute hohe Passqualität, das macht die Mannschaft schon sehr gut. Da haben wir jetzt zum Glück nicht allzu viel zugelassen im gesamten Spiel, dass Welldorf da ausreichend Chancen hatte, um selber da zwei, drei Tore zu machen. Das haben wir dann gut wegverteidigt im Gegenpressing oder mit einem taktischen Foul dann am Ende mal von dem David Rank. Ja, erste Halbzeit war ansonsten, haben wir versucht, viel mit Ball zu machen, geduldig zu spielen, jetzt nicht auf Teufel komm raus, was zu machen. Hätten auch nach der einen oder anderen Balleroberung selber durch Umschaltspiel Chancen machen können oder besser ausspielen können. Es ist 0-0 zur Halbzeit, war in Ordnung. Ja, Julian Perse ist eine Bank, ne? In 10 Spielen 20 Tore, gestern Abend das 19. und 20. Tor. Also ist ja schon von 35 hat er 20 geschossen, also ist ja schon eine Qualität hinaus über für die Kreisliga, ne? Ja, also wenn du nach 10 Spielen 20 Tore für deine Mannschaft schießt, dann ist das, muss man nicht drum rumreden, groß, dass das natürlich super viel wert ist für uns. Ja.
Und Aber es klar, er braucht auch die Bälle von seinen Mitspielern, aber er holt sich auch viele Bälle selber und er spielt sich auch viele Situationen selber vorne. Sind wir froh, den Julian zu haben, aber ich denke, er ist auch relativ glücklich, bei uns in der Mannschaft zu sein und wird er, glaube ich, nicht in Winden-Kreisliga A spielen. Ja, Winden ist eine gute Adresse für die Jugend, für die Mischung Jung und Alt. Gehen wir mal in der zweiten Halbzeit, zur Halbzeit 0:0. Da ist man ja als Trainer, sag ich mal, vielleicht gefordert, die Mannschaft vielleicht neue Wege aufzuzeichnen, um die zweite Halbzeit, die sie ja auch erfolgreich abgeschlossen haben, dementsprechend runterzuspielen. Ja, wir mussten einfach geduldig bleiben in dem Spiel, gucken, dass wir den Ball möglichst viel in den eigenen Reihen haben, nicht zu früh nach vorne oder zu früh die Bälle verlieren. Generell versuchen natürlich keine Bälle zu verlieren, um das schnelle Umschalten von Weldorf zuzulassen. Wir haben es in der zweiten Halbzeit auch weiter dann geduldig angehen lassen, wussten, dass wir unsere Chancen kriegen. Wissen auch immer, wenn wir die Null halten, dann werden wir Spiele gewinnen, weil wir immer auch irgendwo unser Tor machen. Und ja, am Ende ist es dann der Conno Pennertz, der mit einem Distanzschuss aus der zweiten Reihe uns das 1-0 beschert. Und dann sind wir auch mit und mit haben ein bisschen befreiter aufspielen können. Ja, am Ende 3:0. Da war das Ding dementsprechend gelutscht, der Deckel drauf, man konnte nach Hause fahren und da haben die Jungs sich natürlich dementsprechend gefreut, zu Hause noch so ein bisschen zusammengesessen und den Sieg gefeiert. Ja, also wir haben uns alle nach dem Spiel gefreut. Wie gesagt, wir haben 3-0 gewonnen. Wir haben jetzt auch länger nicht mehr zu 0 gespielt. Und ja, also es war gute Stimmung nach dem Spiel in der Kabine schon. Und ein paar Jungs sind nachher nach dem Spiel noch zusammen essen gefahren und sind dann noch in eine Gaststätte nach Kreuzau und haben da den Abend zusammen ausklingen lassen. Ja. Ja, wir freuen uns natürlich jetzt auf den nächsten Spieltag. Nächste Woche Sonntag, ne, das Spitzenspiel. FC Viktoria Birkesdorf empfängt die Mannschaft, den Tabellenzweiten aus Winden. Und haben Sie schon Erkenntnisse, wie stark die Viktoria auftreten kann? Die haben ja ein sehr starkes Offensivtrio. Haben Sie sich da schon Gedanken gemacht? Dass Sie heute natürlich noch nicht viel verraten wollen, ist klar. Aber man macht sich doch wahrscheinlich Gedanken. Man will ja in Birkesdorf die Null halten, oder? Ja, also man sieht ja an den Ergebnissen, auch an der Anzahl der Tore pro Spieltag, was Birkesdorf sich herausspielt und dann am Ende auch macht, egal wer gegen welchen Gegner. Da musst du definitiv versuchen, wenig zuzulassen, dass man gegen Birkesdorf, glaube ich, Chancen zulässt. Das wird am Ende normal sein. Da müssen wir uns dann am Ende auch nicht drüber ärgern, wenn wir da Chancen zulassen oder auch mal ein Tor kassieren. Selber wollen wir natürlich versuchen, kompakt das zu verteidigen, wegzuverteidigen, möglichst wenig zuzulassen und selber auch mutig nach vorne spielen. Ja, wir fahren jetzt trotzdem natürlich mit einem klaren Plan irgendwo hin, wie wir den Gegner kriegen wollen und hoffen und schauen mal am Ende, wie und ob der Plan aufgeht. Die Fünferkette in Erwägung gezogen für Birkesdorf. Ist definitiv auch eine Option. Wir haben in der vergangenen Saison öfter Spiele mit der Fünferkette gespielt, gerade gegen spielstärkere Gegner, weil wir da gegen den Ball sehr gut gespielt haben. Spielen das aber genauso in der Viererkette sehr gut mittlerweile. Von daher halte ich mir das offen, beziehungsweise muss dann auch ein bisschen auf die personelle Situation schauen, wer zur Verfügung steht und mache es auch davon abhängig. Das weiß man dann aber natürlich am Ende der Woche. Marius Schinke aus Winden zum Spiel gestern in Welldorf-Güsten und auf das kommende Spitzenspiel am Sonntag bei der Viktoria Birkesau. Vielen Dank, schönen Abend. Ja, gerne. Schönen Abend auch ihr uns.